Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute probiere ich den Diensten Virgin Oak ein zweites Mal. Ja, das letzte Mal schon 5 oder 7 Jahre her. 46,3 Volumenprozente, nicht kühl gefiltert, kostet bei uns bei whisky.de im Shopsystem nur 27,90. Dafür ordentliche Aufmachung, höherer Alkoholgehalt und vor allem eine Nachreifung in diesen frischen Eichenfässern, die ja mehr Aroma versprechen. Die Dienstenbrennerei ist eine alte, ich glaube, eine Baumwollmühle. Liegt am Fluss, hat ein großes Wasserkraftwerk dabei, ist früher den Strom für die Webmaschinen, die Webstühle produzierte. Heute wird der Strom komplett für die Whiskyherstellung verwendet und das hat dann Diensten auch dazu gebracht zu sagen, gut, dann stellen wir jetzt komplett um und machen hier einen mehr auf Local. Das heißt also, wir beziehen unsere Gerste und unsere Zutaten aus der Umgebung, sodass wir hier Ansprüche an ein regionales Produkt erfüllen können. Und in den 80er Jahren ging es Diensten nicht so wirklich gut. In der großen britischen Rezession wurden sie geschlossen und dann 1991 wieder eröffnet. Da ging das dann ganz langsam los. Und dann irgendwann wurden sie vom Finanzinvestor CL Financial Trinidad übernommen. Der investierte dann da rein, machte die Brennerei groß oder nicht groß, machte sie modern und gab ihnen wieder einen Ausdruck, etwas Besonderes. Und das passierte auch mit den beiden Schwesterbrennereien, nämlich Tobermory auf der Isle of Mull, die früher Lidgick hieß und so jetzt ihren rauchigen Whisky noch so benennt. Und dann die Bunahavon-Brennerei auf der Isle of Islay. Und denen gemeinsam sind diese 46,3 Volumenprozente, die mit den Neuabfüllungen, mit der Übernahme dieser Brennereien dann kamen und damit auch die Nicht-Kühlfilterung und damit auch die intensiveren, natürlicheren Geschmäcker in diesem Whisky. Ja, habe ich sonst was zu erzählen? Nein, ich glaube nicht. Die Flasche sehr schön gemacht und ich habe vorhin aufgemacht, also einen schöner geschnittenen natürlichen Korken habe ich noch nicht gesehen. Malz. Ja. Und nein, der ist nicht aus Kunststoff, da kommt man schon sehen, dass der echt ist. Ne? So. Ja. Zitrusnote, der Whisky trägt keine Altersangabe und damit sieht man diese frischeren Äpfel, Zitrusfruchtnoten. Ja, süßes Malz dazu, überraschend diese leichte Süße. Vanille ist natürlich voll mit dabei, jung, frisch und ein kräftiger, voluminöser Geruch, der über die 46,3 Volumenprozente Alkohol hinausgeht. Das heißt, das Aroma ist so stark, dass es den Alkohol überdecken kann. Also ganz toll. Und im Hintergrund kriegt man schon so einen ganz leichten eichernen Note mit. So, das Lange. Mhm. Hm. Erster Eindruck, süß. Kandierte Früchte, ölig. Und dann, zack, kommt die Eiche von diesen frischen Eichenfässern, die zur Nachreifung verwendet wurden. Sie haben also sie verwenden Fässer einer Kentucky Bourbon Brennerei, die sicherlich mehrfach verwendet werden. Und dieser relativ schwach additiv gereifte Malt kriegt jetzt noch die Ladung von dieser Virgin Oak obendrauf und führt nun zu einem deutlichen, massiven Volumen und prickelnd und im Abgang jetzt ja mittellang ist fast zu wenig, schon länger, erst würzig, dann weicher werdend, süß, Eiche bleibt präsent, also da merkt man nichts von Jugend in Sachen jetzt metallisch oder so, man hat diese frischen Äpfel, die frische Zitrone, das alles spricht für ein bisschen Jugend, aber dann die Eiche hinterher, die spricht jetzt schon für Alter. Und das ist jetzt ja das Untypische, dass man einen Virgin Oak in Schottland nimmt, gibt es jetzt immer öfter, aber eigentlich für den klassischen Geschmack ist das was ganz
Ungewöhnliches und damit schafft man viel Eichenaroma in einer sehr kurzen Zeit in so einen Whisky hineinzubringen. Ansonsten hat man also verwendete, vorher für Bourbon und so verwendete Fässer, die da also das extremste Eichenaroma schon mal gleich vorne rausziehen. Für einen Whisky zu 27,90 ziemlich perfekt gemacht. Also Preis-Leistungssieger kann er schon werden. Toll gemacht. Gefällt mir gut. Ich erinnere mich dran, ich habe das Video nicht gesehen, also lange nicht gesehen. Ich erinnere mich dran, dass der mir damals auch sehr gut geschmeckt hat. Ja, also man hat so seine Erinnerung. So, das soll es für heute gewesen sein. Da kommt noch mehr. Bleiben Sie dran. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.